Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 1. Wir sind immer noch auf Eden Prime. Sind immer noch dabei, die Gate auszulöschen. Oder zurückzuschlagen. Und ich habe jetzt auch rausgefunden, warum ich eigentlich gar keine andere Fähigkeit nehmen konnte. Okay, ich bin erstmal ruhig. Setzt die Ladungen. Zerstört die ganze Kolonie. Hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren. Als ob wir das zulassen. Ihr Synthetikviecher. Nee, ich konnte keine andere Klasse auswählen, weil man das wirklich, weil ich einen Standard Shepard genommen habe. Wahrscheinlich wäre es sowieso eher in die Richtung gegangen. Kann man gleich mal wechseln. Ja, ich muss auch zugeben, ich habe jetzt die Stelle schon mal gespielt. Nur ja, scheinbar hat OBS. Tempo. Weil OBS Lust dazu hatte, alles wieder auf normal gestellt. Das heißt, mein Mikro war aus und die Musik vom Spiel war aus bei der Aufnahme. Also machen wir das halt alles nochmal. So, als ob es schwer wäre. Was zur Hölle magst du denn, du? Ey, jetzt stell dein Schild auf. Danke für nix. Gut, dass ich es gemerkt habe, bevor ich dann eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde aufgenommen habe. Die Folgen werden wahrscheinlich in der Regel so immer 30 Minuten, dreiviertel Stunde gehen in der Richtung. Und es macht halt schon echt wieder Laune. Hättest du Scharfschütze? Ja, okay, jetzt nicht mehr. Ja, Alter, warum? Boah, war fuck, ich bin schon fast tot. Beschützt mich! Beschützt mich! Ich bin euer Captain! Okay, ich hab vergessen, dass man doch schneller tot sein kann als man. Boah, Alter, da ist ja nochmal einer. Das war jetzt nicht so die geilste Idee, was man haben konnte. Hä, da hinten ist einer. Den haben wahrscheinlich letztes Mal die anderen gekillt. Oder der hat sich rumgeschlichen, der Sack. Hülle ist ungeschützt. So. Das Beste war natürlich wieder gestern Abend. Wann waren das? Rund 18 Uhr rum. Habe ich ja die erste Folge aufgenommen. Habe sie dann gleich verarbeitet oder beziehungsweise gerendert. Habe sie dann auch hochgeladen. Dann habe ich, was weiß ich, eine Stunde gewartet oder so oder zwei. Und habe es dann, oder, ne, eigentlich waren es dann sogar. Ja, okay, bis dann ungefähr drauf waren es, glaube ich, fast 2,5 Stunden, was ich gewartet habe. Dauert ja immer ein bisschen, bis eine Folge auf YouTube verarbeitet wurde, damit sie in HD ist. Und dann dauert es das Spiel. Und dann bleibt es halt nicht verrecken. Hat es halt ewig gedauert. Warte mal, ist hinter mir nicht auch einer? Hinter mir kommt einer. Boah, hab ich das aufgeregt. Da bringst du die erste Folge. Und dann ist halt alles. Hülle ist ungeschützt. So. Ist halt alles, warte mal, kann ich da eigentlich runterspringen? Jetzt laufe ich da schon wieder rauf. Da oben ist ja nichts. Man sieht bloß, was da hinten ist. Da ist halt bloß auf 360p. Boah, hat mich das aufgeregt. Warum sind da halt eigentlich solche? Es sind noch zwei Ladungen. Oh shit! Ich bin ein Depp. Alter, bin ich ein Held. Wahrscheinlich alle zu der Erzähl nicht so viel. Mach lieber deine blöden Sprengladungen. Von mir, die sind ja sogar markiert. Aber ich habe bloß die eine Markierung auf der Karte gesehen. Deswegen dachte ich so, okay, passt schon. Die eine ist da und die andere müsste dann weiter vorne sein. Schnell. Ein Scharfschneller Shepard.
Das Gute ist nur, da habe ich mich auf die deutsche Stimme wieder gewöhnt. Aber der Shepard im zweiten und dritten Teil hört sich halt anders an. Das ist das Einzige, was halt... was vielleicht irritiert. Man könnte vielleicht auch einfach unten hinschauen, verbleibende Ladungen und die Zeit mit anschauen, ne? Aber... ja, was will man erwarten, ne? Morgens und... na gut, was heißt morgens? Es ist 10:30. So. Nee, du bist nichts zu mitnehmen. War da hinten was? Ich glaube, da hinten war nichts. So, brodianischer Sender. Ist übrigens ziemliches Klump. Normandy, der Sender ist sicher. Er bietet sofortige Abholung. Tatsächliche funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy. Ich warte. Zeig ihn doch, man kann es zweimal benutzen und dann ist der Bild kaputt. Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender. Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Dieser Typ braucht eine Aggressionsbehandlung. Doktor? Dr. Chuck, was? Ich glaube, dass er aufwacht. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Ein bisschen Kopfschmerzen. Nichts Ernsthaftes. Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Sie konnten nicht wissen, was geschehen würde. Wir wissen noch gar nicht, was es ausgelöst hat. Und leider werden wir das auch nicht mehr herausfinden. Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Der Lieutenant und ich mussten sie zurücktragen. Gute Arbeit. Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Ich habe gesehen, wie... ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod. Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... oh, Captain Anderson. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Ich hasse es, wenn Soldaten unter meinem Kommando sterben.
Sie tragen keine Schuld an Jenkins' Tod. Sie haben gute Arbeit geleistet, Shepard. Chief Williams gehört doch nicht zur Crew der Normandy. Ich dachte mir, dass wir sie gut in unserer Crew gebrauchen können. Ich habe sie auf die Normandy versetzen lassen. Williams wird ein gutes Crewmitglied abgeben. Sie hat es sich verdient. Lieutenant Alenko ist auch einverstanden. Deswegen haben wir sie in die Crew aufgenommen. Der Geheimdienst hätte uns warnen müssen, Sir. Wir sind blind in unser Verderben gelaufen. Es war deren Schuld. Die Geth sind seit 200 Jahren nicht mehr aus dem Nebel aufgetaucht, Commander. Das konnte niemand ahnen. Ja, das sagen sie mal alle, Alter. Irgendwer muss doch gesehen. Ich meine, irgendwer muss doch von dem. Ja, wobei, die haben da halt die Kommunikation geblockt, ne? Ja, okay. Sie wollten mich unter vier Augen sprechen, Captain? Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geth greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, Captain. Und ich hoffe, der Rat sieht das auch so. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Saren, diesen anderen Turianer. Saren ist ein Spekter, einer der Besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geth kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Saren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Warum hasst er die Menschen? Er denkt, dass unser Volk zu schnell expandiert und die Galaxie übernehmen will. Viele Außerirdische denken so, aber die meisten belassen es bei diesen Gedanken. Offensichtlich scheint Saren mit den Geth zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum, aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen, irgendeinen Hinweis darauf, was Saren gesucht hat? Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Künstliche Wesen. Vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Was sollen wir ihnen sagen? Dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie. Vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war, jetzt hat es Saren. Aber ich kenne Saren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geth. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spekter. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Wir werden beweisen, dass Saren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spekter entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Na, alles klar. Und somit beginnt die Reise von Commander Shepard. Und erstmal schauen, was wir abgreifen können. Scheinbar gar nichts. Okay, also auf zu Joker. Hey, Commander. Hey, was geht? Wie sie alle in ihren Ecken stehen. Möchtest du mit uns reden? Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Nach dem, was mit Jenkins passiert ist, kann die Crew ein paar gute Neuigkeiten vertragen. Jenkins war ein guter Kamerad und ein wichtiges Crewmitglied. Ich fühle mich fast ein bisschen schuldig dabei. Wenn Jenkins noch am Leben wäre, wäre ich nicht hier. Sie sind eine Bereicherung für die Crew, Williams. Ich bin froh, Sie an Bord der Normandy zu haben. Danke, Commander. Ich weiß das zu würdigen. Wie geht es dir? Es ging ganz schön zur Sache da unten. Werden Sie klarkommen? Ich habe schon öfter Kameraden sterben sehen. Ich bin nun mal bei den Marines. Aber jetzt wurde meine ganze Einheit ausgelöscht. Ich werde mich nie daran gewöhnen können, tote Zivilisten zu sehen. Aber es wäre viel übler geworden, wenn Sie nicht aufgetaucht wären. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft, Williams. Danke, Commander. Ich war mir meiner Sache nicht ganz sicher, als ich auf die Normandy versetzt wurde. Es tut gut zu hören, dass man willkommen ist. Sie werden sich hier sicher gut einfügen, Williams. Danke, Commander.
Okay, das ist also die andere Antwort von herzlich willkommen, ist und sie werden sich gut einfügen. Na, gut, Marcel. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie? Untersuchen, persönliche Fragen, Captain Anderson, Kaiden Alengo. Passt schon. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Noch Fragen, Commander? Ich muss jetzt gehen. Gut zu sehen, dass Sie in Ordnung sind, Commander. Aha, du wirst also nicht mit mir reden? Wirst du kein Freund mit mir sein? Was ist los mit dir? Ah, wir werden so viele coole Gespräche wieder haben, ey. Da gibt's echt coole Dinger, vor allem wenn wir unsere anderen Crewmitglieder kriegen. Hä, warte mal, was ist hier? Kann ich mit euch reden? Ne, kann ich nicht. Meiner kann mir bloß 2 Meter laufen, ohne dass er... Achso, ich kann gar nicht rennen, doch jetzt. Man merkt halt an den Animationen, dass das Spiel schon ein paar Tage auf dem Buckel hat. Hä? Oh. Hast du irgendwas zum Abgreifen? Ne, scheinbar nicht. Wo muss ich eigentlich hin? Wo ist die Karte? Da ist die Karte. Wo zur Hölle bin ich eigentlich? Stasiskammer, Lagerraum, Medizin. Achso, ich muss nach oben. Also doch hier lang. Ich lauf lieber. Schauen wir uns welche Schiffe an. Was kann ich hier machen? Untersuchen. Navy Handbuch. Codex. Sagst du irgendwas? Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Der Verlust von Jenkins war ein harter Schlag für die Crew. Ja, der Typ wollte aber auch ein Held sein, ne? Und ist dort voll in sein Verderben gerannt. Was ist denn das? Sind wir jetzt in Star Wars, Alter? Kommunikation untersuchen. Codex. Gibt halt einen Haufen Sachen, was du sammeln kannst. Mit Infos über die Welt, über die Charaktere, über irgendwelche Ereignisse, über das Universum und was weiß ich was nicht alles. Das ist halt auch einer der geilen Sachen an dem Teil. Ich muss zugeben, ich habe nie Andromeda gespielt. Da waren ja damals viele nicht so begeistert, es waren auch einige Bugs drin. Aber ich bin gerade überlegen, ob ich es mal nachhole. Gutes Timing, Commander. Ich wollte uns gerade in die Zitadelle bringen. Da hätten sie den Namen Englisch lassen sollen, Citadel. In die Zitadelle. Hört sich irgendwie komisch an. Das Flaggschiff der Zitadellflotte. Größe allein ist auch nicht alles. Warum so empfindlich, Joker? Ich will damit nur sagen, dass man auch Feuerkraft braucht. Sehen Sie sich das Monster an. Sein Hauptgeschütz könnte jedes Schiff der Allianzflotte in Stücke reißen. Gut, dass es zu unseren Verbündeten zählt. Zitadellkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Bitte auf Freigabe warten, Normandy. Freigabe erteilt. Sie können mit dem Landeanflug beginnen. Ab jetzt übernimmt ein Allianz-Operator. Roger, Allianz Tower. Normandy out. Normandy, hier spricht der Allianz Tower. Bitte fliegen Sie jetzt das Dock an. Ja, schaut schon geil aus, aber dieser ganze Nebel, den gab's damals nicht. Ah, das schaut einfach das viel besser aus. Das ist ein Skandal. Wäre eine turianische Kolonie angegriffen worden, würde der Rat reagieren. Die Turianer gründen keine Kolonien am Rande des Terminus-Sektors. Botschafter. Die Menschen waren sich der Gefahr sehr wohl bewusst, als sie die Traverse besiedelten. Und Saren, ein Spectre außer Kontrolle. Ich verlange eine entsprechende Reaktion. Es steht Ihnen nicht zu, etwas vom Rat zu verlangen, Botschafter. Wir werden uns in der nächsten Sitzung anhören, was die Zitadell-Sicherheit zu den Anschuldigungen gegen Saren zu sagen hat, aber nicht vorher. Captain Anderson, Sie haben ja Ihre halbe Crew mitgebracht. Nur das Landungsteam von Eden Prime, falls Sie Fragen stellen möchten. Ich habe die Missionsberichte. Ich darf doch davon ausgehen, dass sie korrekt sind. Natürlich. Ist es Ihnen gelungen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren? Sie waren nicht sehr glücklich. Saren ist Ihr Top-Agent.
Sie hören es nicht gern, dass er des Verrates beschuldigt wird. Saren ist eine Bedrohung für alle menschlichen Kolonien. Man muss ihn stoppen. Der Rat muss auf uns hören. Commander, Sie haben schon mehr als genug getan, um Ihre Kandidatur als Spectre zu gefährden. Die Mission auf Eden Prime war eine Chance zu beweisen, dass Sie Ihre Aufgaben erledigen können. Aber leider ist Nihilus jetzt tot und der Sender verloren. Das ist Sarens Schuld, nicht seine. Dann wollen wir hoffen, dass die Citadel-Sicherheitsuntersuchung Beweise für unsere Anschuldigungen findet. Ansonsten könnte der Rat die Sache als Ausrede nutzen, Sie aus den Rängen der Spectres rauszuhalten. Kommen Sie, Captain. Ich möchte ein paar Dinge vor der Anhörung besprechen. Shepard, Sie und Ihre Crew können uns im Citadel-Turm treffen. Auf der obersten Ebene. Ich werde dafür sorgen, dass man Sie durchlässt. Und genau darum hasse ich diese Politiker so. Ja. Bringt's auf den Punkt. Was können wir da holen? Karte markieren. Wie kann ich zoomen? Achso. Oh ne, ich kann immer weiter zoomen, ist schon maximal außen. Was ist ein X? Wichtiger Ort. Wichtiger Ort? Wichtiger Ort. Warum sind da drei wichtige Orte? Egal, was ist das? Folgen Sie dem blinkenden Pfeil auf den Radar zum Citadel-Turm. Ah, okay, da unten. Sehr schön. Einfache Dechiffrierung. Mache ich dann irgendwas kaputt? Nicht, dass sie mich dann einsperren oder irgend so ein Scheiß. Die Allianzpatrouille. Captain Hendrickson hat von einigen ungewöhnlichen Energiesignalen während der Patrouille durch das Argos-Roh-Cluster berichtet. Sie äußert insbesondere Bedenken bezüglich des Hydra-Systems, wurde aber von dort abgezogen, bevor ihr Team weitere Nachforschungen anstellen konnte. Für diesen Sektor sind keine Patrouillen geplant, ob wir ein Aufklärungssystem dahin einsenden sollen. Was fragst du mich? Okay. Aha, aber ich fand's lustig, wie manche gesagt haben, dass das mit dem Nebel einfach nicht so gut ist und das alte besser war. Also ich verstehe, was Sie sagen, aber diese Anschuldigungen sind eine ernste Sache. Ich kann nicht einfach... Das ist eine ernste Sache. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Ich habe vertraulich und unter vier Augen mit der Konsortin gesprochen. Und sie hat dieses Vertrauen missbraucht. Kein Problem. Ich werde mich darum kümmern. Und Sie verhalten sich in der Zwischenzeit am besten ganz ruhig. Okay. Bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschen-Commander. Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Asari-Konsortin. Sie hat die ganze Sache ausgelöst. Was hat die Asari getan, dass Sie so aufgebracht sind? Betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. Wo kann ich die Asari-Konsortin finden? Wegbeschreibung gebend. Sie finden sie auf der anderen Seite der Brücke. Sie können Ihre Räumlichkeiten nicht verfehlen. Auf Wiedersehen, Menschen-Commander. Betroffen und das alles vorher zu sagen, ist lustig. Ich denke, Sie haben sich verirrt, Erdenclan-Mensch. Ihren Botschafter finden Sie nebenan, in dem großen Büro. Tadelnd, zurechtweisend. Seien Sie nicht so unhöflich, denn Sie könnten sich zumindest vorstellen. Nun gut. Ich bin Dean Korlak, der Botschafter der Volos. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Erdenclan-Mensch? Botschaft Volos, Botschafter, schlecht gelaunt? Sie wirken immer so schlecht gelaunt und angespannt, Dean. Die Menschen sind Neuankömmlinge auf der Zitadelle. Und dennoch scheint der Rat sie zu bevorzugen. Tadelnd, zurechtweisend. Ihrer Spezies wurden viele Zugeständnisse gemacht. Das Volos-Territorium hat sich verzehnfacht, seitdem sie auf Zitadell sind. Na und? Nebensächliche Details. Wir haben immer noch keine Mitsprache bei Entscheidungen im Zitadellraum. Auf Wiedersehen, Botschafter. Mach's gut, kleiner Maulwurf. Ja, ja. Auf Wiedersehen, Alter, Liebling. Ich hab echt alles schon wieder vergessen. Das sind die Operator von der Zitadell. Ja gut, die haben vier Hände, also müssen sie die wichtigen Sachen machen. Wahrscheinlich wie alle da auf der Citadel waren. Wer hat die meisten Hände? Hier. Ihr dürft euch alles verwalten.
Da gibt's von Man in Black eine coole Szene. War das vom zweiten oder dritten Teil? Ich glaube vom zweiten. Wo einer mit, was weiß ich, wie viel 100 Händen oder so, oder wie viel massenhaft Händen unterm Tisch hockt, Alter, und die ganze Post sortiert. Botschaftsempfangsdame. Guten Tag, Commander. Zum Botschafter der Menschen kommen Sie über die Treppe. Es ist dann der erste Raum rechts. Sie wissen, wer ich bin? Ja. Ich erhalte Berichte über alle neu angekommenen Honoratioren und wichtigen Persönlichkeiten. Okay, auf Wiedersehen. Ich muss jetzt los. Willkommen im Präsidium. Ich bin Ihre Führerin. Aha, meine Führerin. Sehr schön. Warte mal, wichtig? Warum ist das wichtig? Wer bist du? Warum schaust du so blöd? So. Willkommen im Präsidium. Mein Name ist Avina. Ich bin Ihre virtuelle Reiseleiterin auf der Tour durch diese Ebene der Zitadell-Raumstation. Sind Sie eine Person oder ein Programm? Ich bin eine vollständig interaktive virtuelle Intelligenz, die darauf programmiert ist, den Gästen in diesem Bereich der Zitadell-Raumstation eine spontane Einführungstour anzubieten. Sie können mich auch über die Präsidium VI-Terminals kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen. Ich verzichte. Es tut mir leid, wenn Sie meine Serviceleistung nicht als zufriedenstellend empfunden haben. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht zufriedenstellend war. Ich habe bloß keine Lust drauf gehabt. Wären Sie ein Ziel aus Präsidium? Citadel Turm. Sollten wir da hin? Ja, doch, ja, stimmt. Der hat gesagt, er lässt uns da rein. Sie sind im Citadel Turm angekommen. Ach, was wäre auch komisch, wenn ich woanders wäre. Garrus! Was geht, Alter? Saren verschweigt etwas. Lassen Sie mir Zeit. Halten Sie sie auf. Den Rat aufhalten? Das ist lächerlich. Ihre Ermittlung ist vorbei, Garrus. Commander Shepard? Garrus Vakarian. Ich war der leitende Offizier der Zitadell-Sicherheit-Ermittlung gegen Saren. Klingt, als wollten Sie wirklich seinen Kopf. Ich traue ihm nicht. Irgendetwas an ihm ist faul, wie ihr Menschen zu sagen pflegt. Aber er ist ein Spekter. Es gibt keine konkreten Beweise. Ich glaube, der Rat wartet, Commander. Viel Glück, Shepard. Vielleicht hören sie Ihnen zu. Ja, er ist einer der coolsten Crewmitglieder. Ich glaube, war der nicht in allen drei dabei? Ich bin mir gerade nicht sicher. Weil man wechselt ja in den drei Spielen zum Teil die Crewmitglieder. So, einen ganz kurzen Break jetzt, dann geht's gleich weiter. So, weiter geht's. Ja, ist uns schon wieder gut gestellt. Ich würde gern. Was bist du, Captain Cool, oder was mit deinem weißen Anzug? Schläft der? Ja, einfach dasteht und schläft. Man tut, was man kann. Oh, was ist das da? Rapid Transit Reisen. Ah, okay, das Schnellreisepunkt. Muss ich den aktivieren? Nicht? Das Einzige, was mich am jetzt Remastered stört, bisher, sind halt die Frisuren, weil... Geh mal noch ein Stück. Die schauen halt schon, keine Ahnung, irgendwie schlecht aus. Die Gesichter dann so gehen, finde ich in Ordnung für ein Remastered. Und für ein bisschen aufgepeppt alles. Aber es schaut halt aus, wie wenn die Frisuren hätten ein bisschen Überarbeitung gebraucht. Aber gut. Das Spiel an sich ist ja trotzdem gut. Die Anhörung hat bereits begonnen. Los! Ey, locker bleiben. Die Guild-Attacke bereitet uns Sorge. Nichts lässt jedoch darauf schließen, dass Saren irgendwie darin verwickelt ist. Die Untersuchung von Citadel Security ergab keine Beweise, die ihre Anklage auf Verrat stützt. Beweise? Ein Augenzeuge hat gesehen, wie er Nihlus kaltblütig ermordet hat. Botschafter, wir haben die Eden Prime-Berichte gelesen. Die Aussage eines traumatisierten Dockarbeiters ist ja wohl kein Beweis. Diese Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Nihlus war auch ein Spekter und ein Freund. Das hat es für Sie doch nur leichter gemacht, ihn zu überraschen. Captain Anderson, Sie scheinen immer da zu sein, wenn die Menschheit falsche Anklage gegen mich erhebt. Und das muss Ihr Protégé sein, Commander Shepard.
der, der die Zerstörung des Senders zuließ. Die Mission nach Eden Prime war streng geheim. Nur wer dabei war, konnte von dem Sender wissen. Jetzt, wo Nihlus tot ist, wurden die Dateien an mich weitergegeben. Ich habe den Eden Prime-Bericht gelesen. Ich war nicht beeindruckt. Aber was soll man von einem Mensch auch erwarten? Saren hasst Menschen, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Ihre Spezies muss ihren Platz kennen, Shepard. Sie sind noch nicht so weit, dem Rat beizutreten. Sie sind noch nicht mal bereit, den Spectres beizutreten. Er hat kein Recht, sowas zu sagen. Das ist nicht seine Entscheidung. Es geht hier nicht um Shepards Beitritt bei den Spectres. Diese Besprechung ist zwecklos. Ratsherr, die Menschen verschwenden ihre Zeit und meine. Sie können sich nicht ewig hinter dem Rat verstecken. Es gibt noch eine Sache, die wir nicht besprochen haben. Commander Shepards Vision. Der Sender könnte sie ausgelöst haben. Lassen wir nun auch Träume als Beweis zu? Wie kann ich meine Unschuld beweisen mit dieser Art von Aussage? Finde ich auch. Unser Urteil muss sich auf Fakten und Beweise stützen, nicht auf wilde Vorstellungen und Spekulationen. Haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen, Commander Shepard? Sie haben sich schon entschieden. Ich verschwende nur meine Zeit. Der Rat hat keine Beweise gefunden, die eine Verbindung zwischen Saren und den Geth belegen. Botschafter, Ihre Petition, ihn von den Spectres auszuschließen, wird hiermit abgelehnt. Ich bin froh, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Dieses Treffen wird vertagt. Es war falsch, Sie zu dieser Anhörung mitzunehmen, Captain. Sie und Saren verbindet zu viel. Nun zweifelt der Rat unsere Motive an. Ich kenne Saren. Er arbeitet aus einem Grund mit den Geth zusammen, um die Menschheit auszurotten. Unsere Kolonien sind gefährdet und jede Welt, die wir kontrollieren, sogar die Erde. Erzählen Sie mir, was Sie und Saren verbindet. Vor langer Zeit waren wir auf gemeinsamer Mission. Alles lief schief. Sehr schief. Wir sollten das nicht hier bereden, aber ich kenne ihn und er muss aufgehalten werden. Wir müssen uns selbst um Saren kümmern. Als Spectre ist er fast unantastbar. Wir müssen ihn irgendwie enttarnen. Was ist mit Garrus, dem Ermittler von Zitadellsicherheit? Wir haben gesehen, wie er sich mit dem Executor gestritten hat. Das stimmt. Er bat um mehr Zeit, um seinen Bericht zu beenden. Er schien kurz davor, etwas über Saren herauszufinden. Eine Ahnung, wo er sein könnte? Ich kenne jemanden in Zitadell-Sicherheit, der uns helfen kann, Garrus zu finden. Sein Name ist Harkin. Vergessen Sie's. Sie haben Harkin letzten Monat suspendiert, betrunken im Dienst. Ich verschwende mit diesem Loser nicht meine Zeit. Das müssen Sie nicht. Der Rat soll Ihre Vergangenheit mit Saren nicht als Ausrede dafür benutzen, alles zu ignorieren, was wir finden. Shepard kümmert sich drum. Ich kümmere mich drum. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Captain, kommen Sie nachher in mein Büro. Harkin betrinkt sich wahrscheinlich gerade in Koras Nest. Ein etwas fragwürdiger Club in der unteren Ebene der Zivilbezirke. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, Saren etwas nachzuweisen. Sie sollten mit Balafon sprechen. Sie finden ihn im Finanzbezirk. Man sagt, dass er für den Shadow Broker arbeiten soll. Shadow Broker? Ein Informationshändler. Er kauft und verkauft Informationen an die Höchstbietenden. Ich habe gehört, dass Balafon einer seiner Top-Mitarbeiter sein soll. Vielleicht weiß er etwas über Saren, aber diese Information dürfte nicht billig sein. Okay, tut mir leid, Gag muss ich jetzt machen. Balafon, ist das was Neues von Apple oder so? Telefon? Ja, er ist schlecht, ich muss das jetzt aber einfach raushauen. Untersuchen, Ratbotschafter, Shadow Broker, Balafon, Spectre, Harkin. Sie scheinen nicht besonders viel von Harkin zu halten. Der Kerl ist vor 20 Jahren dem Zitadell-Sicherheitsdienst beigetreten und seitdem hat er unser Volk ein ums andere Mal blamiert. Ah. Er misshandelt Gefangene, besticht Zeugen, nimmt Alkohol und Drogen. Die Botschaft hat sich immer vor ihn gestellt. Aber jetzt war das Maß wohl voll. Er ist ein schmieriger Mistkerl. Man hätte ihn schon vor langer Zeit außer Gefecht setzen sollen.
Er war einer der ersten menschlichen Offiziere bei der Zitadell-Sicherheit. Es wäre wohl peinlich gewesen, ihn zu feuern. Es wurden eine Menge hässlicher Deals ausgehandelt, um ihn im Dienst zu halten. Politik kann manchmal ein richtig dreckiges Geschäft sein. Aber seine Zeit scheint endlich gekommen zu sein. Es sind jetzt genug Menschen in der Zitadell-Sicherheit. Er muss nicht mehr gedeckt werden. Ich möchte mehr über die Spectres erfahren. Sie sind keine typische Regierungsabteilung. Sie arbeiten allein und meistens im Verborgenen. Sie kümmern sich um die Probleme, die der Rat nicht lösen kann. Es ist nicht ganz einfach, für Frieden in der gesamten Galaxis zu sorgen. Der Rat bevorzugt die Mittel der Diplomatie und der Verhandlungen. Aber manchmal reichen diese nicht aus. Wie sieht die Kommandostruktur aus? Es gibt keine Kommandostruktur. Jeder Spectre ist direkt dem Rat verantwortlich. Manchmal werden sie auf Spezialmissionen geschickt und manchmal agieren sie auf eigene Verantwortung. Sie operieren oft hart an der Grenze des Gesetzes. Sie tun alles, um ihr Ziel zu erreichen. Und der Rat stellt sich in diesen Fällen blind. Die Spectres haben viel Macht, Shepard. Wie legen Sie fest, wer ein Spectre werden kann? Man kann sich nicht einfach für diesen Job bewerben. Es gibt kein Trainingsprogramm. Man wird nicht zum Spectre ausgebildet, sondern geboren. Der Rat ist immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Leute, die einen Job erledigen können, wie Sie. Auch Sie stehen vielleicht schon seit Jahren unter Beobachtung. Sie haben Ihr Talent erkannt. Deshalb will man Sie für die Spectres haben. Nihlus sollte eine letzte Beurteilung über Sie abgeben, aber jetzt ist er tot. Keiner weiß, wie es weitergeht. Haben wir noch irgendwas? Balafon, Shadowbroker? Erzählen Sie mir bitte mehr über Balafon. Bala ist ein Experte im Verschieben von großen Geldmengen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Er ist ein Finanzgenie. Er macht nichts ausdrücklich Illegales. Aber er kennt alle Schlupflöcher. Seine Kundenliste ist beeindruckend. Botschafter, Diplomaten und so weiter. Vermutlich deswegen hat der Shadow Broker mit ihm gearbeitet. Okay. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück, Shepard. Sie finden mich im Büro des Botschafters, falls Sie noch was brauchen. Da fragt man dann später über Saren aus, wenn ich es nicht vergesse. Ja, weil wirklich viel wird er vergessen von dem Spiel. Das ist so lang her. Was denn? Ich wette, diese Stufen sind nicht nur Show. Wenn dieser Ort jemals angegriffen wird, stellen sie gute Defensivstellungen dar. Okay. Ach, wird er gerade repariert? Irgendetwas vor. Welcher Kerl? Der da drüben, beim Keeper. Was? Oh nein! Ich wollte nicht! Schon gut. Hä? Also, was kann ich für Sie tun? Warum interessieren Sie sich so brennend für die Keeper? Keeper? Ich habe gar kein Interesse an den Key. Raus mit der Sprache. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber sprechen sollte. Wir wollen uns doch nur unterhalten. Wo ist da das Problem? Nein, ich kann es Ihnen wohl erzählen. Ich verwende kleine Scanner, um Signale von den Keepern zu speichern. Bis jetzt habe ich keine deutlichen Resultate erhalten. Ich komme nur schwer an Sie heran. Und warum haben Sie so ein Geheimnis daraus gemacht? Nun, technisch gesehen sind wir angehalten, die Keeper nicht zu stören. Ich persönlich glaube nicht, dass die Scans die Keeper stören. Aber die offiziellen Stellen könnten das anders sehen. Ich würde gerne etwas freier arbeiten. Aber ich will nicht riskieren, verhaftet zu werden. Ich könnte Ihnen helfen. Die offiziellen Stellen machen mir keine Sorge. Aber ich kenne Sie ja gar nicht. Ich bin Commander Shepard vom Militär der Allianz. Ich denke schon, dass ich Ihre Hilfe gebrauchen könnte. Das hier werden Sie brauchen. Das ist der Scanner, den ich entwickelt habe. Aktivieren Sie ihn, wenn Sie einem Keeper begegnen. Alle so gesammelten Daten werden automatisch auf meine Datenbank überspielt. Ich würde Ihnen sogar für erfolgreiche Scans ein paar Credits überweisen. Was machen Sie mit den Daten nach dem Scannen? Ich versuche, so viel wie möglich über die Keeper herauszufinden. Wir sehen sie überall arbeiten, aber wir wissen nur sehr wenig über sie. Ich bin Wissenschaftler. Ich möchte herausfinden, wie sie funktionieren. Dann sollte ich aufbrechen. Ja, ich selbst habe auch viel zu tun. Bis dann. Und viel Glück beim Scannen. Habe wahrscheinlich 5 Minuten schon wieder vergessen. Kann ich den scannen? Oh ja. Eine Datenbank übertragen. Sehr schön. Okay, man muss Gott sei Dank nichts rausholen, ey. Das ist lächerlich. Die Volus werden dem Rat ewig nicht beitreten. Da bin ich mir nicht so sicher.
Die Menschen machen mächtig Druck. Ich wette, die Volus werden sich direkt an ihre Fersen heften, wenn sie es schaffen. Strategisch schlau, die Menschen beitreten zu lassen. Aber die Volus? Nein. Die Hanar sind die Nächsten. Danach die Elkor. Sie haben vielleicht recht. Aber erst müssen sich die Hanar ein bisschen locker machen. Sie mögen sie ja nur nicht, weil sie nicht richtig verstehen. Metzelde sind die Hanar, Alter. Als ob ich nur wüsste, wer was war. Da ist noch ein gelber Keeper. Trapper Keeper. Verdammt, immer diese South Park-Referenzen. So, wo gehen wir hin? Wir müssen jetzt einiges rausfinden. Du schaust aus wie die wo wir auf Ding gerettet haben. Eden Prime. Alter, er kann halt nicht mal hier wirklich rennen. Was ist los mit dir? Zum Präsidium. Für die nun das Präsidium. Dort finden sie die Botschaft, den Citadel-Turm, das Imperium. Emporium, die Bank und die Residenzen der Konsortin. Hinter sich sehen sie die Citadel-Turm. Der Radtrag tagt am anderen Ende. So, Präsidium. Wie sind wir ausschauen? Wir bestellt und nicht abgeholt. Oh, haben wir wieder vergessen. Ich kann glauben, dass der Rat alle Beweise, die gegen Saren vorliegen, ignoriert hat. Saren ist einer ihrer besten Untergebenen. Es ist nur natürlich, dass sie seinem Wort eher glauben als unserem. Also jagen wir jetzt Hinweisen hinterher, während ein eingebildeter Turianer mit seinen Geht-Truppen frei herumläuft. So läuft es in der Politik, Chief. Ich hasse Politik. Ja, da sind wir uns einig. Genauso wie Wahlen. Politik ist immer eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Sehen Sie sich dieses Ding da drüben an. Was tut es? Was für ein Ding? Bitte stören Sie die Keeper nicht. Ich scanne ihn jetzt aber. Ja. Kannst dich verhindern, ne? Willkommen im Präsidium Tourismus Terminal 2. Sie befinden sich gerade am Fuß. Hinter mir sehen Sie das spektakuläre Portal. Zu Ihrer Linken sehen Sie, wie einer der Keeper, die Verwalter von Citadel, ein Steuerfeld bedient. Sie werden vielleicht noch mehr Keeper bei der Ausführung diverser Tätigkeiten auf Citadel beobachten können. Wir müssen Sie aber bitten, die Keeper nicht bei der Arbeit zu stören. Die Keeper sorgen für den störungsfreien Betrieb von Citadel. Das Abhalten der Keeper von ihren Tätigkeiten zieht harte Strafen wie Gefängnisstrafen und Rehabilitationsmaßnahmen nach sich. Ich möchte mehr über die Keeper wissen. Über diese Verwalter von Citadel ist nur wenig bekannt. Aber bei der Wartung und Steuerung der ganzen Station spielen sie eine entscheidende Rolle. Laut der Citadel-Bestimmungen dürfen die Keeper bei der Ausführung ihrer Arbeiten... Ja, das wissen wir. ...sind in allen Sektionen von Citadel anzutreffen. Aber die meisten halten sich im Turm oder dessen Umgebung auf. Gibt es einen besonderen Grund dafür, dass hier so viele Keeper sind? Die Keeper kommunizieren nicht mit anderen Lebewesen. Man geht aber davon aus, dass das Hauptsteuerzentrum der Citadel sich im Turm befindet. Viele Systeme der Station, wie die Navigation und die Lebenserhaltung, arbeiten automatisch. Es wird angenommen, dass die Keeper diese Systeme von dem nicht zugänglichen Kern des Turms aussteuern. Die Keeper zeigen sich auch häufiger bei Sitzungen der Ratskammer, doch meist sieht es so aus, als würden sie dort nur auf dem Weg zu einem anderen Ziel vorbeikommen. Okay. Das ist vorerst alles. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. So. Jetzt haben wir eine ganze Zitadelle. Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Diese Person glaubt, dass sie das Recht hat, sich hier frei zu bewegen. Sie stellen ein öffentliches Ärgernis dar und sie verstoßen gegen Citadel-Gesetze. Diese Person ist sich nicht sicher, warum man nicht will, dass das Wort der Entflammten verbreitet wird. Oh ja, die sprechen immer so. So, Keeper scannen. So, was ist hier los da? Dieser Hanar weigert sich, Vernunft anzunehmen. Warum kann er sich nicht auf anständige und gesetzmäßige Weise benehmen? Werden hier irgendwelche Gesetze gebrochen? Ich bin nicht unvernünftig. Der Hanar kann seinen Unsinn frei verkünden, wenn er erst eine Evangelikalerlaubnis erworben hat. Evangelikalerlaubnis? Und wenn der Hanar eine Erlaubnis hat, kann er auch predigen? Nein. Angemeldete Evangelikale müssen bestimmte Regeln befolgen. Es gibt bestimmte Gebiete, in denen das Predigen legal ist. Wenn diese Regeln missachtet werden, dann wird die Lizenz widerrufen. Ich könnte mit dem Hanar reden, wenn Sie möchten. Ich habe mich den ganzen Nachmittag mit dem dickköpfigen Wabbligen gestritten. Sie können es gern auch mal versuchen. Der dickköpfige Wabblige. Speichern wir mal. Wer weiß, was wir da
Oh nein, ich will sprechen, nicht schießen. Möchten Sie von den Entflammten erfahren? Oder agieren Sie als Verstärkung für den ehrenwerten Zitadell-Sicherheitsofficer? Ist es Ihnen gestattet, hier im Präsidium zu predigen? Die Worte dieser unbedeutenden Person berichten nur von der offensichtlichen Wahrheit. Der Zitadell-Sicherheitsofficer verlangt, dass diese Person eine Evangelikaner-Erlaubnis erwirbt, um die Wahrheit der Entflammten zu verkünden. Wenn das alles ist, was der Zitadell-Sicherheitsofficer verlangt, warum kaufen Sie dann keine Erlaubnis? Die Wahrheit der Entflammten ist allmächtig. Diese Person glaubt inständig daran, dass die Wahrheit nicht unterdrückt werden darf. Zahlungen als Mittel, die Verkündung der absoluten Wahrheit einzuschränken, empfindet diese Person als Einschränkung der religiösen Freiheit. Lassen Sie mich mit dem Zitadell-Sicherheitsofficer reden. Vielleicht kann ich ihm die Situation erklären. Diese Person wäre sehr dankbar für Ihre Hilfe. Bitte unterrichten Sie sie über Ihre Fortschritte. Irgendwelche Fortschritte mit dem Hanar? Tut mir leid. Es ist mir egal, was es ist, solange ich dadurch... Okay. Hat sich der Zorn des Zitadell-Sicherheitsofficers gelindert? Tut mir leid, noch nicht. Ich arbeite noch daran. Oh. Diese Person wird fortfahren, die Botschaft zu verkünden. Ja, bla bla bla, lass mich nochmal mit dir reden. Also, nein. Hat sich der Zorn des Zitadell-Sicherheitsofficers gelindert? Und Sie glauben, dass dies der richtige Weg ist, die Entflammten zu repräsentieren? Die Wahrheit der Entflammten muss verkündet werden. Sie gaben den Hanar die Sprache und dem Universum die Massenportale. Diese Person möchte nur die Worte der Wahrheit an alle richten, die zuhören möchten. Sie ist nicht an Ärger interessiert. Unter ihrer Würde, aber es gibt ein Problem. Fuck. Was muss ich dafür haben? Bis bald. Mist. Ich kann noch nicht leveln, oder? Nee. Alles klar, machen wir später diese weiter. Diese Person wird fortfahren, die Botschaft zu verkünden. Ja, wir gehen einfach weiter. Oh, verdammt. Was sind wir jetzt hier eigentlich schon wieder? Warte mal. Oh, Selector ist einfach einstecken. Na super. Jetzt finde ich es raus. Da ist noch was. Also, das ist das mit dem Prophetenstreit. Also hier. Avina. Wer zur Hölle war Avina wieder? Ah ja, das ist die eine, die wo uns Zeug erzählen kann. Ach so, wichtige Orte sind die. Das sind die, wo halt was erzählen. Da ist die Bank. Balafon. Citadel Turm. Rapid Transit. Zum Bezirkszugang. Okay. Aber an der Stelle bedanke ich mich dann bei euch fürs Zuschauen. Ich meine, wir haben gespeichert. Ja, speichert man nochmal. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Mass Effect. Macht's gut und Servus.